Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eine WLAN-Kamera für unseren Wohnwagen, die wir hinten dran machen wollen, damit wir auch mal vorne sehen, was hinten los ist. Weil wir haben das Problem, unser Wohnwagen ist 2,50 Meter breit. Spiegel an der Seite, die haben wir zwar logischerweise dran, aber na, das mit dem nach hinten gucken, das ist nicht immer so das Beste. Und daher wollen wir mal uns jetzt eine WLAN-Kamera hinten dran hängen. Folgendes Problem gibt es noch. Die hat zwar einen schönen Magnetfuß. Nur, wie soll es auch anders sein? Der ganze Wohnwagen hinten ist aus Alu. Und da müssen wir uns jetzt noch irgendwie mal ein bisschen eine Halterung basteln. Zusätzlich zu dem Magnet, sprich irgendwo das Eisen hinten dran bauen, werde ich noch eine zusätzliche Sicherung dran machen. Weil meiner Ansicht nach ist der Magnet nicht der stärkste. Und wenn du mal durch ein Schlagloch, durch einen Huckel oder dergleichen fährst, hab ich Angst, dass die sich dort runterrappelt. So, ich habe hinten eine schöne Kederschiene dran. Die möchte ich eigentlich gerne für diese Halterung irgendwie benutzen. Draußen könnte das jetzt ein bisschen problematisch mit dem Ton werden. Deshalb werde ich es draußen mal ein bisschen kurz halten. Danach gehen wir in die Garage. Aber damit du draußen mal siehst und weißt, was ich mir so denke, nehme ich dich jetzt mal mit. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Ton. Bis gleich. So, zack, sind wir draußen. Eben ganz schnell, kalt und windig. Mein Gedanke ist, eine Tellerkopfschraube zu nehmen, ein wenig passend zu flexen, rüberschieben, anzuschrauben. Das Ganze zweimal mit einer Blechplatte, einem Eisenwinkel oder dergleichen. Aber da werden wir uns ja noch ein bisschen was basteln müssen. So, dann sind wir jetzt mal in die Garage reingegangen. Das ist hier draußen unerträglich. So, ich habe den Kamerafuß mal auseinandergebaut. Die Platte, das Silberne, hier ist der Magnet. Die Platte sitzt hier so drauf. Ja, mein Gedanke ist jetzt, hier ein Loch reinzubohren, die Schraube reinzustecken. Von der Höhe her passt das sehr gut. Also kann ich die Platte hinterher wieder ganz normal aufschrauben. So, ich habe in meinem Fundus die Leiste hier noch gefunden. Wenn ich da mittig durchbohre, bin ich genau hier in diesen Löchern. Sprich, der sitzt dann hier hinterher wieder. So, stellt euch das jetzt mal vor. Hier sitzt diese Schraube drin, nach unten rum reingesteckt in der Platte. Na? Der kommt oben ganz normal wieder drauf. Kamera kommt da rein. Das ist der Gedanke, diese Seite hier an die Kederschiene zu befestigen. Aber als erstes gucken wir jetzt mal, dass wir die Löcher in den Plättchen hier bohren. So, den vielleicht schon mal abflexen, passend. Und dann gucken wir, wie wir die Schiene mit Schrauben an die Kederleiste dran kriegen. So, seid gespannt, bleibt dabei, guckt zu. Safety first.
So. Und jetzt müssen die Löcher reingebohrt werden für die Schraube. Oh, dieser Magnet hier dran. Unsere Markierung hier. Hauen wir da einmal durch mit der Standbohrmaschine, suchen wir so passende Bohrer raus. M6 könnte ein 6er Bohrer sein. Ne? Sehr gut. Das war's schon. So ist jetzt der Gedanke. Die Frage ist, stellt sich, ob wir noch eine Unterlegscheibe drunter kriegen. Ich glaube nicht. Da haben wir noch oben und nach unten kein Spiel mehr. Was drin ist, ist es drin. So, der aufmerksame Hobbyschrauber von euch wird mit Sicherheit jetzt gedacht haben, ja, Schraube drauf und dann, tralala, dreht sich das hier alles mit. Nee. Hier ist noch diese Kante drin. Die Kante passt genau bei der Schraube hier rein. Und dann dreht sich da nichts mehr. Ich schraube das einmal an und dann ist das wohl hoffentlich gut. Wenn nicht, dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Dann bohren wir durch den Magneten oder so. Nein, Spaß. So, Schrauben kommen jetzt rein, dann baue ich den Deckel hier wieder zusammen. Und dann gucken wir, dass wir mal an die Schrauben für die Kederschiene gehen. So. Jetzt müssen wir noch Schrauben bauen für die Kederschiene. In der Hoffnung, dass der Steg hier hinten nicht zu lang ist. Natürlich werden die auch noch abgeschnitten, aber eins nach dem anderen. So, ich war jetzt gerade noch mal draußen. Die Einführung in die Kederschiene, die ist ungefähr die Größe, wie dieser Vierkant hier ist. Sprich, ich muss einmal rechte Seite, einmal linke Seite den Teller oben wegschneiden. Dann muss ich mal gucken, ob ich mit der Flex hier eine kleine Nut reinbekomme, wo der dann in der eigentlichen Kederschiene dann drin läuft. Und dann kann man einfach eine Flügelmutter oben drauf setzen und die ganze Geschichte anschrauben. So, bleibt gespannt. Fragt euch jetzt sicherlich, warum ich da Muttern drauf gemacht habe. Die Muttern habe ich nur drauf gemacht, damit ich mir das Gewinde im Schraubstock nicht kaputt mache. Safety first.
So sieht jetzt das Endergebnis aus. Die Frage ist halt, ob wir hier noch eine Rille reinflexen muss, damit er in der Schiene läuft. Aber ich gehe mal Flix gucken und sag dir gleich Bescheid. So, wie ich mir gedacht habe, muss ich einmal ringsrum noch so eine kleine Nut reinschneiden, damit der in der Schiene läuft. Aber guter Dinge, dass wir das jetzt mal hinkriegen. So, jetzt gehen wir noch mal gucken, ob es passt. So, jetzt habe ich das mal alles hier zusammengesetzt. Hier oben läuft die Führungsschiene. Die Unterlegscheibe habe ich nur durch drunter gemacht, damit der mir wegen des Hin- und Hertragens nicht rausfällt. Das spannt sich ja gleich alles schön mit der Flügelschraube. Die zu langen Stangenschrauben hier habe ich einfach abgeflext. Als Tipp, macht euch eine Mutter drunter, weil wenn ihr die Mutter runterdreht, habt ihr wieder ein Gewinde. Weil ihr das Gewinde ja hier oben in dem Bereich, wo ihr sägt, beschädigt. Und dann, wenn ihr keine Mutter drauf habt und versucht eine Mutter drauf zu dehnen, dann könnte es zu Problemen kommen. So, ich setze das jetzt nochmal eben weiter zusammen mit der Kamera. Dann gehe ich raus, baue das an und zeige euch mal das Ergebnis, ob das so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Bleibt gespannt. So, liebe Leute. Das war auch schon mein Projekt WLAN-Kamera. Ich hänge euch noch 2, 3, 4, 5 Bilder an von der Kamera, die ich gemacht habe über das WLAN-Netz, halt über die Kamera selber. Da sind Fotos bei, da bin ich ins Haus reingegangen. Und es hat sich absolut an der Qualität oder an den Bildern nichts getan. Die wurden nicht grieselig oder so in der App. Wird auch irgendwie mal diese FPS angezeigt. Die sind mal kurz runtergegangen auf 13 FPS. Aber ansonsten waren die immer über 20. Also das Bild ist top. Ich werde jetzt von der Kamera, werde ich euch keine Namen nennen, weil ich mir die selber gekauft habe und die ich einsehe, für irgendwen hier irgendwelche Werbung zu machen. Wenn ihr bei diesem großen Online-Händler aber WLAN-Kamera oder Wi-Fi-Kamera eingebt, dann landet ihr bei der ganz schnell. Wie gesagt, mit dem Magneten bin ich nicht ganz zufrieden, deshalb noch diese Halterung. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, ich hau euch jetzt noch die Bilder rein. Wenn es gefallen hat, wie immer, Daumen da lassen, Abo da lassen. Und aufs nächste Video warten. Wird auch wieder mit dem Wohnwagen zu tun haben. So, bis dann. Macht's gut.